esse eine Speisekarte. Wie soll man eine ganze Speisekarte essen? Folge. Chris kann alles. Chris hat noch keine Ahnung, was sich überhaupt gerade eingerissen hat. Chris, um was denkst du, um was geht's jetzt gerade, wenn du es so siehst? Ich würde sagen, wir jonglieren nicht. Messer, Gabel, Teller. Und zwar geht es um folgende Aufgabe. Werde zum Feinschmecker und esse eine komplette Speisekarte. Chris hat dafür eine Stunde Zeit und er muss alles essen, was er auf dem Teller vorgesetzt bekommt. Er darf das Essen auf keinen Fall verfremden, sprich berühren, mixen, whatever. Er muss es so essen, wie er es bekommt. Schafft er es nicht, alles aufzuessen, hat er die Chris-kann-alles-Aufgabe nicht bestanden. Irgendwas Ekliges, natürlich mal wieder essen. Die heutige Chris-kann-alles-Aufgabe ist folgende. Esse eine Speisekarte. Ja, na klar. Also halt nicht Speisekarte essen. Ja, die ganze. Komplett. Wie soll man eine ganze Speisekarte essen? Danach bin ich ja... Dann kannst du das in einer Stunde. Ja. Und zwar ist es ein Kommentar von euch gewesen. Ich habe den Titel nur ein bisschen umformuliert. Ja. Und zwar ist es eine Stunde hast du Zeit, Essen im Wert von 50 Euro zu essen. Weil sonst würden wir das auch wegschmeißen, sowas. Okay. Deshalb kannst du jetzt ziehen. Welches Restaurant die Speisekarte liefern wird. Aber ich will, da ist ja auch ein Sterne-Restaurant dabei. Weil dann kriege ich vielleicht so eine Suppe. Nein. Spanisch, 50 Euro Spanier. Das ist eine geile Sache. Ja, schauen wir mal, was du sagst. Das gibt 50 Euro Spanier. Du kriegst bis zu einem Bestellung für 50 Euro jetzt dann Essen geliefert. Du musst doch mal neu ziehen. Ach Mann! Spanier, warum? Es gibt kein Spanier in der Nähe. Ich hab nicht davon geproved. Also komm, zieh. Du kannst echt gar nichts. Gönn was Geiles jetzt. Was Geiles. Griechisch! Oha, 50 Euro Grieche. Da können wir auch nicht aufladen. Souvlaki! Aber bitte kein Lamm, Max, okay? Kein Lamm, bitte. Es ist soweit, Leute, es ist angerichtet! Frühstück. Also, ich sag ganz ehrlich, ich will mal reingucken, was mir. Klar, jetzt wird alles aufgepackt. Wow, die liebe ich ja. Mhm. Frittierte. Oh, sehr lecker. Was ist denn das? Keine Ahnung. Hey, das sollst du nicht, du darfst jetzt doch gar nicht essen. Ist doch keine Zeit, außer du willst direkt, dass die Zeit läuft. Ach so, oh, ich hab schon eins gesnackt. Ja, ich weiß, aber jetzt. Ne? Oh, Beefsteaky. Köstlich, möglich. Salat, wichtig. Aber so groß sind die Portionen nicht irgendwie, ne? Echt eine Frechheit. Hey, doch, es sind Riesenportionen, muss schon mal sagen. War doch geil. Oh, geil, Bratkartoffeln. Was ist denn das? Das ist Moussaka. Ja. Und hier, Pita. Gut. Hast du es auch bestellt oder kam? Das kam jetzt so mit dazu. Alter, das ist alles? Und halt hier noch irgendein komisches. Kartoffelpüree ist das, glaube ich. Das ist kalt. Nee, das ist... Egal, Chris. Kann ich nicht ganz essen. Muss ich das auch ganz leer machen? Du musst alles aufessen, was gekommen ist. Was gerade knoblauchig ist. Okay, Chris, deine Zeit läuft ab. Jetzt. Ich muss schon sagen, die Portionen sind ein Witz. Ja, einfach ein Witz. Das hier ballert gerade richtig rein. Ich habe nicht mal keine Ahnung, was das ist. Schmeckt wie eine Lasagne. Was haben wir hier? Mmh. Ist geil. Was haben wir hier? Mmh. Schmeckt alles sehr gut. Sieht vielleicht nicht so viel aus, aber... Warte. Gucken, ob du das wirklich bestellt hast. Klar, ich hab's bestellt. Nein. Ich sag, du hast nämlich nicht bestellt. Ich sag, das kam nämlich einfach so dazu. Doch, Starter, Scordalia. Kartoffelpüree mit Knoblauch. Das hast du mit Absicht. Das muss gegessen werden. Noch 50 Minuten. Gibt's ja auch mal was zu trinken halt in dem Laden auch. Nee, nur Speisen. Aber ja, hast du fast leer. Hier fast leer, da fast leer. Da hast du das Fleisch schon rausgepickt. Das ist nur das, was dir halt nicht so schmeckt. Richtig. Aber stell dir mal vor, das bräuchte ich für jeden Tag, um satt zu werden. Das ist ja krank.
Warum steige ich in dem Oktopus-Salat noch so viel drin? Das ist jetzt nicht erst leer gegessen. Nee, ein paar Gabeln hat er schon noch raus. Da hätte ich auch schon mal einen leckeren Oktopus-Salat. Mmh, sieht doch lecker aus. Ja, das jetzt mal. Ich glaube, ich habe noch nie Oktopus gegessen. Boah, übelst die harte Konsistenz, what the fuck? Du hast noch ganze 37 Minuten. Ich mag nicht mehr, Mann. Vor allem das hier. Also Chris kann alles und kann nicht mal für 50 Euro griechisches Essen essen. Was ein Lappen. Was ein Lappen. Weißt du, das Ding ist, ich weiß einfach, dass du den auch wieder mit Absicht bestellt hast. Nee. Das ist nicht so, dass du einfach so, ups, aus Versehen ist es jetzt ein Oktopus-Salat, sondern... Ich wollte ja einen griechischen Bauernsalat geben. Ja, das wäre besser gewesen. Ja. Und warum hast du mir nicht gegeben? Ja, bin fünf gerutscht. Alter, Chris, du kommst gar nicht voran. Leute. Du kannst dir wirklich, dass der Kommentar dich triggert jetzt und dich cancelt. Dieser Oktopus widersteht mir einfach so krass. Und wenn ich jetzt noch weiter esse, mir kam es gerade schon in die Röhre hochgefahren. Wenn ich noch weiter esse und der mir immer dann nochmal widersteht, dann ist es irgendwann so weit, dass ihr das haben wollt, aber so weit will ich das nicht haben. So eine popelige Aufgabe bringt dich an deine Grenzen. Wenn du mir wieder irgendwas hier hinstellst, weil du weißt, dass ich es einfach nicht essen kann oder mag. Und es bringt mir ja jetzt nichts, wenn ich das alles andere esse und nur diesen Oktopus-Salat stehen lasse, weil dann habe ich die Aufgabe trotzdem nicht geschafft und mir geht es übelst beschissen. Du hast noch knapp 27 Minuten. Das tut mir leid, wenn ich hier diese Saugknöpfe sehe und ich habe gestern My Octopus Teacher den Film angeguckt. Nein. Das war's? Ja, nicht. Nicht bestanden! Ich glaube, das war's. Nicht bestanden, Christian! Alter, oha, crazy, hätte ich gedacht. Schreibt endlich mal wieder Aufgaben rein, die ich schaffe. Die ich nicht schaffe. Schreibt uns richtig geile rein. Richtig geile Aufgaben in die Kommentare. Aber ich verstehe es nicht. Das ist doch schon wieder klar. Wenn ihr wisst, wie er in sich reingrinst, wenn er weiß, dass er mich mit diesem Oktopus einfach nur wieder. Aber dir schmeckt Fisch. Du kannst nicht sagen, dir schmeckt Fisch. Aber kein Oktopus. Ja, was? Kein Oktopus? Du hast auch Kalamaris reingefressen, wie die Sau. Das ist auch ein Oktopus. Jetzt, hä? Stimmt das. Klar. Gefrittiert und so. Ach, keine Ahnung, das ist eklig. Du bist ein Lappen, Chris. Scheiße! Abonniert den Kanal, nächste Woche kommt wieder eine neue Folge Max vs. Chris. Und übernächste Woche wieder eine neue Folge Chris kann alles, ich hoffe. Ne, ich hoffe es eigentlich nicht, aber du hoffst, dass du es überstehen kannst. Ja, endlich mal wieder schwere Aufgaben jetzt. Ciao.